So, ich glaube, hier wird es am besten. Hier kommt es am besten rüber. Was denkst du, Bastian? Sieht super aus. Sieht auch gerne mal 120 Kilo oder 100, ich weiß es nicht. So. Ich glaube, das macht sich hier richtig gut. Hallo, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Willkommen im Heidelberg Schweißshop. In dem heutigen Video geht es nicht darum, aber ich wollte euch unser nächstes Projekt zeigen. Hiermit wird etwas passieren. Hintergründe kommen. Jetzt erstmal ab in die Werkstatt. So, wir brauchen meine Jacke. Ich brauche meinen Helm, meine Handschuhe. Super. Denn wir fahren jetzt zu dem lieben Friedrich. Es geht nämlich darum, ich möchte mein Wissen, was Schwarz-Weiß-Verbindungen angeht, erweitern. Und ich weiß, dass er mir da vieles voraus hat. Der wird mir heute vieles erklären, vieles meine Fragen beantworten, ins Detail gehen. Und deswegen nehme ich euch alle mit, weil wir wollen heute unlegierten Stahl mit legiert, also Chrom-Nickel, Edelstahl sagt man auch gerne, miteinander verbinden. Aber wie macht man das richtig, werden wir heute gemeinsam machen. Ich nehme mein Equipment mit. Wir fahren in seine Werkstatt, die ist nämlich hier in der Nähe. Und dann geht es los. Guck mal. EWM, Elektrowerk Mündersbach. Hightech Precision. Ich finde immer toll, wenn ich sowas in der Werkstatt sehe. Kannst du mir kurz sagen, was ist passiert? Ich meine, wir haben ein kleines Problem heute. Ja? Wir wollten ja damit heute wegschweißen. Die ist dir ausgestiegen oder was funktioniert nicht? Ein junger Mann wollte bei mir Wigschweißen lernen und das hat auch ganz gut funktioniert. Leider hat er vergessen, die Anlage auszuschalten und zog einfach den Stecker aus der Steckdose. Und bei der Sache gab es einen kleinen Schaden an dem Gerät. Ich denke, das liegt daran, weil das etwas älteres Modell ist. Die neueren haben ja schon diesen Schutz, da darf das eigentlich normal nicht passieren. Ja, normal passiert das auch nicht, aber Unglück. Ist ja nicht tragisch, ich habe ja meine Maschine mitgebracht, wir werden heute damit wegschweißen. Die Picotec 230 DC, und ich werde diese Maschine bei uns in den Service nehmen und werde sie für dich instand setzen und dann zeigen wir auch vielleicht, was nicht in Ordnung war, was los war. Das wird nachher eine Kleinigkeit. Weißt du, was ich cool finde? Du hast hier die Folie noch nicht abgezogen. Das ist eine neuwertige Maschine, guck dir das an. Bist du einer von denen, die die Folie nie abziehen? Eigentlich, ja, ich versuche sie so lange wie möglich drauf zu lassen. Dein Fernseher hat bestimmt noch, egal. Gut, wir schweifen ab. Schön, das heißt, die nehmen wir mit. Die setzen wir hier in Stand. Ist eine 250 Ampere AC-DC wassergekühlt. Ist eine Hammermaschine, die hat wahrscheinlich auch richtig gut geschweißt. Ja, hervorragend. Gut. Wir machen heute WIG Schwarz-Weiß-Verbindung. Wie sagt man das fachmännisch? Ja, Chrom-Nickel-Stahl mit Stahl. Unlegiert. In dem Fall haben wir jetzt 1.4571 und da wird ein Rohr angeschweißt aus S255. Ich habe mit dem entsprechenden Schweißzusatz. Ich habe sehr viele Fragen mitgebracht. Aber bevor wir das machen, stellen wir dich erstmal vor. Wer sind Sie genau und was machen Sie und wo sind Sie überhaupt? Ja, mein Name ist Bernd Friedrich. Wir sitzen in Marienrachdorf. Wir tun in erster Linie CNC drehen, fräsen und schweißen. Wir sind hauptsächlich tätig für große Gewinde. Die müssen vorgearbeitet werden, wie man hier sieht. Verschiedene Bauteile. Anschließend werden sie zusammengeschweißt. Das sind die Schweißteile. Guck dir die Naht an. Das ist einfach, Parameter und Infos kommen in einem anderen später. Video. Ja. Heute nicht. Heute nicht. Ja, die Gewinde, die da drauf kommen, sind Großgewinde. Im Durchmesser 80 mm, doppelgängige Trapezgewinde auf Stahl. Ja. Also quasi CNC, drehen, fräsen, das ist dein Ding, ne? Mhm. Ja, schön, schön. Und weißt du, was gut ist? Du bist in meiner Nähe. Das heißt, wenn wir ein Projekt haben und wir müssen etwas trinken, du hast Zeit, dann machst du das. Klar. Aber jetzt, heute machen wir, wie gesagt, diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Und mit deinem Input, würde ich sagen, starten wir, oder? Gerne. Gehen wir mal zum Schweißgerät. Was hast du vorbereitet? Ich habe jetzt Bauteile aus Edelstahl, 1.4571. Und da müssen ein Stahlrohr aus S355 miteinander verschweißt werden. Das sollte eigentlich nicht rosten. Das rostet, typische Schwarz-Weiß-Verbindung, und das muss vernünftig miteinander verschweißen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, was willst du mir eigentlich erzählen? Wenn ich jetzt sowas schweißen würde, ich würde einfach den höher legierten Zusatz nehmen und würde das Ding ganz normal, wie ich es halt kenne, beim Edelstahlschweißen zuschweißen, fertig. Ganz so einfach ist es leider nicht.
Da muss man im Schaeffler-Diagramm gucken. Genau, das Schaeffler-Diagramm. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Erklär uns das nochmal genau. Was ist ein Schaeffler-Diagramm? In dem Schaeffler-Diagramm kann man ablesen anhand Kohlenstoffwerte und anderer Stoffwerte, ob diese beiden Werkstoffe überhaupt verbunden werden können und mit welchem Schweißzusatz man das Ganze machen kann. Ja. Also ist doch nicht so einfach. Gar nicht einfach. Dann war die Thematik, du hast gesagt, Temperatur reinbringen, Geschwindigkeit. Wieso kann ich jetzt nicht, wir hatten uns ja ein bisschen schon ausgetauscht, wieso kann ich jetzt nicht hingehen und das zupendeln? Ja, Wick, Stab rein, wie ist die, als würde ich ein Rohr schweißen und schön zupendeln, zumachen. Wenn die zu große Hitze eingebracht wird, wird die Schweißnaht definitiv reißen. Dann hat man keine Chance, dass diese hält. Man muss also sehr schnell schweißen, ja. Auch vielleicht mit ein bisschen mehr Strom, ja. Aber sehr schnell, damit diese Bauteile nicht überhitzt werden. Weil wenn zu viel Hitze eingebracht wird, gibt es automatisch Risse. Und die kann man nicht mehr beheben. Da kann man die Bauteile wegschmeißen. Oder man muss halt alles komplett wieder ausschleifen und von vorne anfangen. Deswegen machst du das ja am Drehtisch, ne, um die Geschwindigkeit und Qualität zu erreichen. Ne? Und vor allen Dingen Stückzahlen. Ne? Das Stückzahlen bei uns, ja. Genau. Kurz zu den Parametern. Wir haben hier Vollmaterial. Ja. Hier haben wir 5 mm, 6? 4. 4 mm. Bei mir ist immer etwas alles größer. 4 mm. Das heißt, wir würden hier erstmal eine Wurzellage machen oder schweißen wir das schon? Wurzel. Erste Wurzel. Erst definitiv eine Wurzel und dann eine Decklage drauf. Deswegen ist hier auch so eine V-Form drin. Ja? Das brauchen wir, damit wir hundertprozentig durch sind. Ne? Vollerfassung. So, das heißt, wir machen eine Wurzellage und dann kommt eine Decklage oder zwei? Eine Decklage. Parameter. Mit welchen Parametern würdest du das machen? DC ist ja klar, DC Gleichstrom brauchen wir. Und die Wurzellage mit wie viel Ampere ungefähr starten wir? Ungefähr 120 Ampere. 120 Ampere. Und dann Wolframelektrode 2,4er würden wir nehmen? Ja. 2,4er. Ich habe jetzt nur eine gasgekühlte Maschine heute dabei. Man könnte da eine Wasserkühlung anschließen. Für eine Naht gasgekühlt reicht noch. Kein Problem. 120 Ampere, wir haben 200 Ampere zur Verfügung. Ich sag mal so, deswegen hast du auch eine wassergekühlte. Wenn du jetzt Stückzahlen jeden Tag machst, ne, dann wassergekühlt. Anders geht's nicht. Genau. Was würdest du hier noch den Anfängern mitgeben, wenn die sich an sowas ranwagen wollen? Schwarz-Weiß-Verbindung. So ein paar Tipps vielleicht, was die Jungs gebrauchen könnten. Ja, erstens mal muss alles wirklich picobello sauber sein. Die Rohre müssen auch innen drin sauber sein, weil sonst läuft definitiv die Zunderschicht, die zieht sich in die Schweißnaht rein und somit hat man dann von innen wieder eine Verunreinigung und somit ist die Festigkeit wiederum nicht gegeben und die Bauteile würden reißen. Deswegen absolute Sauberkeit, wichtig und üben. Kannst du uns kurz den Zusatz zeigen, den du vorbereitet hast? Was ist das genau für ein Zusatz? Sieht nach einer EWM-Verpackung aus. Nee, doch? Ja. Wir haben jetzt den Schweißzusatz 1.4370. Oder 307 SI. Der wurde mir vorgegeben, für diese Werkstoffe zu verschweißen. Aha. Fachbetriebswagen. Okay. 2 mm Durchmesser. Das heißt, aber das ist ja der normale Chrom-Nickel-Stahl-Zusatz ja schon. Für wenn ich jetzt Edelstahl bei mir schweißen würde, schweiße ich das ja auch. Das ist der etwas höher legierte, so wie ich das anhand der Nummer kenne. Ja. Da müsste man aber in die Tabelle reingucken. Okay, gut. Also da gibt es jetzt keinen, ich sag mal, bei Schwarz-Weiß-Verbindung irgendeinen so besonderen Zusatz, der ein Mix aus Stahl, Chrom-Nickel-Stahl ist, sondern das ist der normale, eigentlich der hochlegierte Chrom-Nickel-V4A, sagt man, Edelstahl-Zusatz, ne? Ja, man sollte schon mit den verschiedenen Herstellern Rücksprache halten und dann den entsprechenden Schweißzusatz auswählen. Weil jeder Hersteller hat ja sein eigenes Rezept. Ja. Und da sollte man sich doch beraten lassen, welcher Schweißzusatz für diese Werkstoffe am optimalsten sind. Gut. Dann würde ich sagen, wir bereiten uns vor, heften das Ganze und dann geht's ab. Du bist auch der Meinung, dass Arbeitssicherheit A und O ist. Auf jeden Fall. Wieso ist deine Jacke so ausgeblichen? Erzähl mal. Ja, wenn man den ganzen Tag schweißt und der Schweißstrahlung ausgesetzt ist, passiert das innerhalb von 2-3 Tagen. Das geht auch durch und durch. Speziell wenn man im Sommer gerne leichte Kleidung anzieht. Und oder nur ein T-Shirt. Oder nur ein T-Shirt drunter. Dann ist man nach einem Tag Schweißen mit dieser Schutzkleidung an einem T-Shirt angezogen, komplett rot am Bauch. Und das ist einfach schlecht. Ich meine, das ist ja ein Sommerbrand. Schmerzen. Eine Woche lang Schmerzen. Und dann Spätfolgen und alles. Was wäre dein nächster Vorschlag? Ich würde vorschlagen, im Sommer, wenn es ein bisschen wärmer ist, spezielle Schweißkleidung.
Die ist allemal dick genug und ist extra dafür hergestellt. Hose, Jacke und bei höheren Ampereleistungen definitiv die gute Lederjacke. Da geht nichts dran vorbei. Egal wie warm es im Sommer ist, Schweißer muss da durch. Ja. Aber Sicherheit, wichtigste. Ich bin absolut deiner Meinung. Automatikhelm, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Heften. So, du hast auch ein Prisma vorbereitet, damit wir hier eine optimale Lage haben, dass wir da ja keine krumme Verbindung haben. Schau mal kurz. Das heißt, wir bringen das jetzt so in Position. Du hast gesagt, mit 100 Ampere willst du starten. Im DC-Modus und machst erst die ersten Hefte. Das sieht doch sehr gut aus. Ich würde gerne auch einen Hefter machen, wenn Sie mir erlauben. Was muss ein Anfänger beachten, wenn er so einen Heftpunkt macht? Deiner Meinung nach? Ja gut, er muss halt beide Werkstücke miteinander sauber verbinden und er muss halt dick genug sein, dass es halt nicht direkt reißt, wenn man weiterschweißt. Genau. Würdest du einen Hefter ohne Zusatz machen? Ist werkstückabhängig. Werkstückabhängig. Hier in dem Fall ist es halt natürlich vom Vorteil schon direkt der Hefter. Hier musst du. Okay. Anders geht's nicht. Ich habe schon die Kugel zu groß gemacht. Wir haben zu wenig. Jetzt habe ich verstanden. Ja. Jetzt ist der relativ groß, der Hefter, aber ich erkläre das auch kurz. Du warst im Viertakt, ich bin Zweitakt gewohnt. Ich bin in meinem niedrigen Strom gewesen und denke, warum kommt er nicht? Und du bist halt im Viertakt, dann lässt du halt los. Aber ist okay. Wir haben halt das Ding verbunden. Findest du, noch eine kurze Frage. Wir haben jetzt natürlich einen relativ großen Hefter hier gemacht. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, wird uns jetzt bei der Rundtakt nicht stören, ne? Nein. Kriegen wir trotzdem hin. Kriegen wir trotzdem durch, ne? Wir werden ja mit genug Leistung arbeiten, dann schmilzt der Hefter uns auch. Mhm. Okay, cool, gut. Wir sind in seinem Lieblingsviertakt, ja? Das heißt, er kann den Finger loslassen und ich habe ihm jetzt 120 Ampere eingestellt. Wir haben keinen Puls-DC-Modus, können loslegen. So, mein Lieber, sag mir, was wir hier gemacht haben. Wir haben jetzt mit Zusatz die Wurzel geschweißt und müssen jetzt noch die entsprechende Decklage schweißen. Okay. Wie man sieht, hat man kaum Anlauffarbe, wo wir darauf geachtet haben, auf die richtige Schweißgeschwindigkeit, damit der Werkstoff halt nicht verbrannt wird. Ja, ich denke, wir sollten immer das echte Leben zeigen, Bernd. Deswegen, das sieht ja eigentlich alles top aus. Was ist denn hier passiert? Ja, da ist leider das Hallentor offen gewesen. Und dann gab es einen leichten Windstoß. Den habe ich auch das gespürt. Das Schuttgas war weg und dann gibt es einen Schweißnahtfehler. Ich habe das ja mitverfolgt. Das sieht ja dann so interessant aus. Du schweißt, alles ist in Ordnung. Auf einmal merkst du, wie so eine Vibration kommt und du weißt, wie die Wolfram-Elektrode anfängt, sich aufzulösen. Und es fängt sogar an zu spritzen. Das ist ein Sprühen, ja. Genau. Spritzt, ja. Dann ist das ein Zeichen für dich. Pass mal auf, kein Schutzgas, was auch immer. Flasche leer, zu wenig Druck drauf. Windstoß. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass wir jetzt das zeigen. Weil ich will jetzt von dir wissen, was muss ich tun, um das wieder, dass das wieder freigegeben wird? Also im Grunde genommen müssen wir die Stelle eigentlich jetzt richtig freischleifen. Das heißt, bis aufs gesunde Material. Da muss komplett rausgeschliffen werden. Auch mindestens ungefähr bis hierher, würde ich sagen. Und bis hier ungefähr. Ja. Also da muss eine vernünftige Wurzel wieder entstehen und da muss eine entsprechende Decklage nachgeschweißt werden, damit die Schweißnaht wirklich das hält, was sie halten soll. Ja, das machen wir jetzt auch. Für die Anfänger nochmal, wenn die sich an so einen Rundtisch rantrauen, wie findest du, wie kriegst du das Gefühl von der Geschwindigkeit her? Wie schnell soll das Ding drehen? Ja, ich denke, da wird es am Anfang immer Probleme geben. Ne? Also ich würde erstmal relativ langsam anfangen und gucken, wie schnell ich jetzt beim Schweißen bin und wenn mir das Schweißgut zu sehr vorläuft, dann kann ich ruhig die Geschweißgeschwindigkeit besser ein bisschen erhöhen, bis man dann den optimalen Punkt hat. Das heißt, dass immer an der obersten Stelle der Schweißzusatz zugeführt wird, weder hier unten noch hier oben zu spät. Sag ich mal. Man soll auf jeden Fall auch das Vorlaufen verhindern, weil sonst auch keine entsprechende Wurzel entsteht. Als ich einmal mit dem Drehtisch geschweißt habe,
bin ich am besten hingegangen, indem ich gar nicht gedreht habe. Ich habe einfach so einen Halbkreis, bin ich einfach von der Geschwindigkeit her für mich abgelaufen. Da habe ich gedacht, so ungefähr muss ich das drehen. Habe auf die niedrigste Geschwindigkeit gestellt und habe das dann laufen lassen. Und dann merkst du einfach, ist das, reicht es? Weil du musst ja auch mit dem Zusatz hinterherkommen. Genau, musst du hinterherkommen, ja. Da gibt es auch einen Trick mit der Pulsfunktion, aber da machen wir ein anderes Video, weil das macht vielen Anfängern vieles einfacher. Das hilft definitiv mit der Pulsfunktion. Ich würde sagen, für Anfänger definitiv die bessere Wahl hierbei. Ja. Das andere sollte man doch schon ein bisschen Erfahrung haben. Die Thematik ist halt den Zusatz dazugeben und beim Puls kann ich den Zusatz ja mit Gewalt fast schon reindrücken. Würdest du sagen, dass das ein Nachteil ist für die Qualität der Schweißnaht, wenn ich das mit Puls schweiße und den Zusatz einfach reinpresse? Oder denkst du, es ist besser, wenn ich den Zusatz quasi von Hand immer da rein tippe? Das würde ich gerne nochmal... Ja, ob reinpressen, da müsste man analysieren, indem man die Schweißnaht aufschleift und guckt, wie dann die Wurzel wirklich geworden ist. Also da kann man so pauschal, weiß ich jetzt nicht. Also man müsste die Schweißnaht wirklich aufschneiden, ja, um zu gucken, wie es geworden ist an der Stelle. Okay, gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier Chromnickelstahl, unser Edelstahl mit Schwarz verbunden. Mhm. Ich denke, hier sollte man auf einer offenen Stelle aufpassen mit der Überwölbung. Man müsste ja, glaube ich, immer eine leichte Überwölbung haben. Sobald man so einen leichten Einfall hat, ist das, glaube ich, nicht so gut. Nein, man muss definitiv eine Überwölbung haben, damit die Schweißnaht halt wirklich hundertprozentig da ist. Ja. Ja, wir haben hier eine Stelle, wobei, das sieht eigentlich alles top aus. Nur wenn du merkst, dass du eine Unterwölbung hast, können Einbrandkerben entstehen. Ja. Und am besten füllt man das dann nochmal. Die Einbrandkerben müssen weg sein. Okay. Ja. Wie ist das jetzt mit den, würdest du das jetzt noch nachbearbeiten, polieren, schleifen, nahtreinigen oder was macht man hier am besten, dass das ja lang genug so bleibt? Also ich würde die Schweißnaht einfach reinigen und für den Einsatzzweck, wo wir hatten, wurde dann später eine Beschichtung angebracht. Was ist das für eine geile Musik hier? Mein Handy. Ich würde sagen, wir haben genug heute gemacht, oder? Wir verabschieden uns. Ich freue mich, Fülldraht mag mit dir zu machen. Mhm. Und jetzt gucke ich mir den Klingelton für dich an. Okay. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Tschüss.